Vielen Dank an die Jagdhornbläser und herzlich willkommen an unserer Hochschule. Liebe Bundestags- und Landtagsabgeordnete, sehr geehrte Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Frau Dr. Hendricks. Sie ist noch nicht da, aber ich glaube, sie wird jetzt auf der Herfahrt durch einen leichten Schluck auf an uns erinnert. Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Münch, unsere Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Dear colleagues from abroad, especially from Ukraine. Sehr geehrte Mitglieder des Landeshochschulrats und des Transferbeirates. Liebe Kooperationspartner, lieber Landrat Irke, lieber Bürgermeister Boginski und natürlich liebe Studentinnen und Studenten, etwa 2200 sind es derzeit. Liebe, und jetzt gendere ich, Alumni und Alumnae, und liebe Kolleginnen und Kollegen, manche sind seit Anbeginn dabei, liebe Freunde und Freundinnen. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind, auch wenn es ein wenig eng geworden ist. Und ja, dann fangen wir doch mal gleich an. 1992, da war doch was. Richtig, im Juni der Erdgipfel von Rio, Vertreter von 178 Ländern bekennen sich zum Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung. Die Agenda 21 wurde verabschiedet mit Konventionen zu Biodiversität, zum Klimaschutz und gegen die Wüstenbildung. Der große Wurf, der 20 Jahre später in die Forderung nach der großen Transformation in eine Gesellschaft ohne Nutzung fossiler Brennstoffe mündete, der zu den Klimaabkommen von Paris und Marrakesch führte. Doch 1992 passierte noch einiges mehr. Etwas früher im Jahr, am 1.4.1992, startete die Fachhochschule Eberswalde mit der Immatrikulation von 45 hoffnungsvollen Försterinnen und Förstern. Damals im großen Saal des Westend-Kino und dann bald mit 4 Fachbereichen. Den Fachbereichen Forstwirtschaft, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holztechnik und Betriebswirtschaftslehre. 4 Diplomstudiengänge, die 4 Diplomstudiengänge hießen praktischerweise genauso, ich erspare mir die Aufzählung. Die Welt war übersichtlich und gut strukturiert. Als unseren Geburtstag feiern wir im Übrigen nicht das Datum der Rechtsverordnung zur Gründung der Hochschule. Mit Rechtsverordnung, Herr Enderlein, hatten wir noch nie so viel, sondern wir feiern den tatsächlichen Starttermin, als die Hochschule mit echten Studentinnen und Studenten in die Produktion ging. Das war dann erst später, das war nicht der 22. November 1991, sondern der 1. April 1992. Ich danke den Streitern der ersten Stunde, viele sind davon hier, stellvertretend für alle dem damaligen Minister, ich hatte ihn schon erwähnt, und den Ehrensenatoren Professor Dr. Knut Cäsar und Professor Dr. Michael Suko. Sie haben uns hier von Anfang an geprägt und in unserer Entwicklung der Hochschule beflügelt. Die wilden Anfangsjahre sind schon lange vorbei. Bologna konnten wir gut umsetzen und unser Portfolio auf derzeit 17 Studiengänge ausweiten. 3 weitere sind derzeit in der Vorbereitung in der Pipeline. Dabei sind wir immer stärker profilorientiert unterwegs. Im Jahre 2010 haben wir uns nach langer Leitbilddiskussion umbenannt in Hochschule für nachhaltige Entwicklung und damit einen sich selbst verstärkenden Prozess angestoßen, eine Transformation beschleunigt, die noch heute anhält. Wir haben uns damit eine Messlatte gesetzt, an der wir immer wieder gemessen werden, und attrahieren damit zunehmend Überzeugungstäter und natürlich Täterinnen, sowohl bei den Studierenden als auch bei den Kolleginnen und bei den Kollegen. Wir experimentieren hier an unserer Hochschule mit neuen Lehr- und Lernformen und fragen uns dabei, was macht eigentlich nachhaltige Lehre aus? Und wir treffen auch immer wieder Absolventinnen und Absolventen als Partner. Kein Wunder, bei bisher mehr als 4.500
Absolventinnen und Absolventen in unseren Diplom- und Bachelorstudiengängen und über 1200 in unseren Masterstudiengängen. Ein kürzlich beantragtes Projekt im Ökolandbau kooperiert mit 12 Partnerbetrieben. Davon sind 10 mittlerweile Betriebe unserer Absolventen. Unsere Absolventen sind direkt einsetzbar, viele gründen auch einen Betrieb. Forschung war an unserer Hochschule schon immer ein Kernelement. Auf der HRK-Forschungslandkarte erscheinen wir in unseren Kernkompetenzen mit den Forschungsschwerpunkten nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums und nachhaltige Produktion und Nutzung von Naturstoffen. Uns kennzeichnet dabei nicht nur eine hohe Drittmittelquote von rund 100.000 Euro pro Hochschullehrer, das ist sehr viel für Fachhochschulen, sondern Ergebnisse wie zunehmend international sichtbare Publikationen, wie Promotionen, aber wir vermitteln da auch häufig durch unsere vielen Forschungsprojekte Jobeinstieg für Absolventinnen und Absolventen durch unsere Forschungs- und Transferprojekte. Durch Forschung und Transfer werden natürlich auch in Rückkopplung unsere Hochschullehrer geerdet. Sie wissen, wovon sie reden und haben praktische Umsetzungserfahrung und wir sind darauf auch sehr stolz. Nachhaltigkeit heißt für uns aber auch, dass wir uns an die eigene Nase fassen müssen und den eigenen Betrieb auf Nachhaltigkeit trimmen. Wir wollen glaubwürdig sein, ein Beispiel. Unsere Liegenschaftsverwaltung heißt LUM, L-U-M. Das steht für Liegenschafts- und Umweltmanagement. Dieses ist seit 2009 EMAS, das ist das Environmental Management and Auditing Scheme, ist also EMAS zertifiziert und wir sind gerade jetzt wieder für den European EMAS Award nominiert für die Betriebsführung unserer Hochschule. Wir sind seit 2014 klimaneutral und haben gerade mit dem ASTA und den Verkehrsunternehmen Deutsche Bahn, S-Bahn, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und Barnimer Busgesellschaft den, ich glaube, ersten Vertrag deutschlandweit, vielleicht sogar weltweit, für ein klimaneutrales Semesterticket für unsere Studierenden abgeschlossen. Also ab 1. September wird das auch soweit sein. Allein die 2,5-jährigen Vertragsverhandlungen mit den vielen Partnern waren aus unserer Sicht schon wieder eine Transferleistung. Da müsste man vielleicht noch mal drüber nachdenken. Dieses Thema Transfer treibt uns schon lange um. Und wir sind froh, dass wir den Transferbegriff mittlerweile nicht mehr alleinig auf Technologietransfer beschränken, sondern Transfer umfasst für uns alle Formen der Kooperation zwischen der Hochschule und ihren externen Partnerinnen und Partnern. Und wir richten das an unseren Grundsätzen für nachhaltige Entwicklung aus. Wir verstehen nachhaltige Entwicklung als einen gemeinsamen Lern- und Gestaltungsprozess, der offen und partizipativ und auf Augenhöhe mit Partnerinnen und Partnern aus der Gesellschaft zunehmend gelingt. Wir haben uns zur Begleitung dieses Prozesses starke Partner für ein Expertengremium gesucht und wollen hier auch die gesellschaftliche Transformation, jedenfalls in unserem kleinen Wirkbereich, den wir beeinflussen können, unterstützen. Vielen Dank an den Transferbeirat, dass Sie sich auf so eine kleine Gruppe von Irren haben einlassen können. Alles, alles sehr schön. Ich denke, wir haben in den letzten 25 Jahren so einiges erreicht. Studierende, Lehrende, Forschende, Kollegen aus der Verwaltung. Wir sind nicht nur quantitativ gewachsen, von 45 auf 2200 Studierende, sondern haben uns auch qualitativ deutlich weiterentwickelt und unseren Claim in der deutschen Hochschullandschaft deutlich markieren können. Der Dank gilt natürlich unseren externen Partnern aus Forschung und Praxis, aus der Landesregierung und der Region, aus Landeshochschulrat und Transferbeirat oder den vielen Beraterstäben für unsere verschiedenen Studiengänge, die uns immer wieder den Weg weisen und sagen, wo es eigentlich lang gehen muss. Aber ganz besonders unseren
Kolleginnen und Kollegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den letzten Jahren ganz viele Reformen, ich will nicht sagen immer unverdrossen, aber dann doch beherzt angepackt haben und die diesen Umbau der Hochschule haben mitgestalten können. Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen und natürlich auch die Studierenden, die uns auch immer wieder sagen, was eigentlich schon ganz gut ist, aber noch häufiger, was wir noch besser machen können. Dafür vielen Dank. Vielen Dank für das Engagement und die Bereitschaft, immer wieder Lösungen zu finden, die es eigentlich gar nicht geben kann. Und danke für die fortwährende Diskussion. Aber die Herausforderungen bleiben weiter groß. Und wir müssen uns natürlich auch fragen, wohin soll die Reise gehen? Wie gehen wir um mit den großen Themen wie Digitalisierung, Internationalisierung oder Diversität? Und noch viel mehr, was wird der Schwerpunkt sein, in dem wir auch zukünftig Impulse setzen können, in dem wir als vergleichsweise kleiner Player sichtbar bleiben, ohne dort das Maß zu überdehnen, ohne uns lächerlich zu machen? Ich denke, wir tun gut daran, uns weiter auf das Kernthema Nachhaltigkeit zu fokussieren. Das gibt es hier seit 187 Jahren und es hat die Hochschulentwicklung immer getragen. Dabei müssen wir uns aber zunehmend zu Vordenkern und Vorhandlern entwickeln und uns facettenreicher aufstellen als Plattitüden wie Nachhaltigkeit ist ökonomisch, ökologisch, sozial und das war's. Das reicht nicht, sondern wir brauchen einen deutlicheren Blick über den Tellerrand, eine deutlichere Differenzierung. Wilhelm Pfeil hat seinerzeit in Eberswalde das eherne Gesetz des Örtlichen, so nannte er das, das eherne Gesetz des Örtlichen im Waldbau geprägt. Er hat nicht die schematischen Lösungen angestrebt, sondern standortgerechte. Und sowas brauchen wir vermehrt eben auch bei dem Thema Nachhaltigkeit. Wir brauchen Diversität, Vielfalt, keine einheitlichen, sondern angepasste regionale und lokale Lösungen, handlungsorientierte Umsetzung dieses Konzepts und das sollte nicht nur inter-, sondern transdisziplinär vorangetrieben werden. Forschend und lehrend. Und dabei wollen wir natürlich auch die erforderlichen Change Agents. Vorhin war das in einer anderen Runde das Wort von Change Angels. Nein, es sind Change Agents, ganz so himmlisch sind wir noch nicht. Die erforderlichen Change Agents ausbilden. Hochschule ist eingebettet in die Gesellschaft und diese Verantwortung für die Gesellschaft. Sie könnte in unserem Hochschulgesetz deutlicher pointiert und unterstrichen werden, wollen und sollen wir wahrnehmen und das nicht nur episodisch, wie beispielsweise bei einem March for Science am letzten Samstag. Eine wunderbare Aktivität, aber wir brauchen da eine Stetigkeit in solchen Aktivitäten. Ich denke, das sollte und das wird Teil unserer Third Mission sein. Und ich bin gespannt auf die Impulse von Ihnen allen. Wie soll das gehen? Ich will hier nicht den Ruf nach mehr Ressourcen auftun, obwohl wir könnten tatsächlich noch einiges mehr, aber dazu ein andermal. Sondern ich denke, wir können und sollten uns noch besser themenbezogen organisieren und hier auch stärker strategiefähig werden. Ich denke dabei nicht unbedingt an komplexe Matrixstrukturen, wie sie vor einigen Jahren für große Universitäten mal diskutiert worden sind. Aber ich denke doch an die deutliche, themenfokussierte Bündelung eigener und externer Kräfte, zum Beispiel in Zentren. Ein solches Zentrum für nachhaltige Entwicklung könnte abgeleitet werden aus dem Projekt Hoch N, das derzeit bundesweit unterwegs ist und aus dem MWFK finanziert ist. Oder wir könnten ein
Zentrum für Biosphärenreservate, wie es bereits in Vorbereitung mit der Suko-Stiftung ist, als eine solche Bündelung nutzen. Das könnten hier gangbare Wege sein, um uns immer weiter zu praxisorientierten Vordenkern und Impulsgebern in Sachen Nachhaltigkeit zu entwickeln. Ja, es bleibt spannend und mindestens für die nächsten 25 Jahre einiges zu tun. Aber ich höre jetzt mal lieber auf, weil wir sollten auch das Feiern nicht vergessen und dann hinterher im Anschluss alle diese wilden Thesen vielleicht nochmal diskutieren. Dankeschön. Wir sind ein wenig eitel und deshalb ist es für uns auch ganz wichtig, was werden die Künstler, Dichter und Denker der Nachwelt über uns berichten? Fragen wir David Friedrich. David Friedrich, vielfach deutschlandweit preisgekrönter Slammer und viel wichtiger Akteur bei unseren letzten Immerfeiern und seit neuestem Kummerkasten-Moderator im Kika. Was kann uns der Kummerkasten des Kika helfen? Wir sind da sehr optimistisch und zeichnen ihn heute mit einer kleinen Medaille aus für die beste Hochschul-Performance Poetry. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es freut mich sehr. Ich war die letzten zwei Male bei den Erstsemesterbegrüßungen eingeladen worden und durfte ein bisschen meine Poetry Slam Texte vortragen, die auch häufig eben zum Thema Nachhaltigkeit sind, weil es einfach ein Thema ist, was mich beschäftigt. Und heute wurde ich eingeladen, einen Text für Sie alle vorzutragen über diese Hochschule. Viele Informationen wurden gerade schon vorweggenommen. Ich möchte auch gar nicht so viel sagen. Ich möchte mich nur bedanken bei Herrn Professor Dr. Fashorn. Ich habe es selten gesehen, dass jemand mit so einer Leichtigkeit und so einer Stabilität 27 Kilo pures Gold um den Hals trägt. Das ist einfach großartig. Ich habe jetzt ein Gedicht für Sie, wie gesagt, zu diesem Anlass geschrieben. Ich möchte nicht viel Worte vorweg noch sagen. Ich bin nur sicher, ich glaube, ich habe mitbekommen, sie ist da oder sie kommt gerade. Ja, wirklich. Ich bin gespannt, wann aber sie kommt. So, zum Gedicht. In jedem Dorf, in jeder Stadt, in jeder Ansammlung von Gesindel stand im Zentrum beim Brunnen oder Marktplatz eine große Linde. Sie ist Zeugin von allem. Betrüger, erhängt, Verlobte, getraut. Manchmal wurde gar in die Krone ein Tanzboden gebaut. Sie war Treffpunkt. An ihr wurde gefeiert, getanzt und nicht schlecht gesoffen. Geturtelt, gespielt, Versammlung abgehalten und auch recht gesprochen. So eine Linde steht fast überall und glänzt im goldenen Licht. Nun steht sie aber sinnbildlich, wie in folgendem Gedicht. Es war einmal vor langer Zeit im Jahre 1821 eine Idee und ein Mann, der da dachte, ja, so pflanze ich einen Baum, nur welchen, eine Linde wäre schon sehr cool und mit dem Holz der Linde baue ich dann einen Lehrstuhl. Georg Ludwig Hartig gründete die Forstakademie, wohnhaft damals in einem kleinen Dorf namens Berlin. In der Theorie wurde die Linde geboren, aber praktisch, warum eine Linde pflanzen, wo ringsherum nur Stadt ist? So frug ein gerissener Geist, durchaus kritisch, weil es so seine Art war. Sein Name war Wilhelm Pfeil. Vorschlag: Neustadt, Eberswalde, dort ist guter Boden. Und so ward er Pfeil schnell zum Direktor nun erhoben. Die Saat ward gesetzt, zunächst im Kleinen musst du kämpfen. Das erste Wurzelwerk bestand auch aus 40 Wissbegierigen auf 3 Dozenten. Diese wuchsen aus dem Keime fast schon ganz von alleine, widerstanden jedem Feinde. Baum versus Hund ohne Leine, Schädlinge und Unkraut, eine Axt, die einen umhaut, Wetter und der Wind, der immer pfeift, kletternde Kinder und die Schnitzereien, das Leben eines Baumes ist sehr wohl ein harter Kampf, doch wenn er alles meistert, entsteht mehr als nur ein starker Stamm. Ein Baum, der braucht
in der Natur gewahrsam seine Zeit, denn er wächst ja nicht aus Jux, sondern aus Nachhaltigkeit. Unsere Linde insbesondere trotzte jeder äußeren Bedingung, sie wusste auch in Kriegszeiten von ihrer größeren Bestimmung. Und als es in unseren Breiten politisch nie kälter war, stand sie dennoch fest gewurzelt inmitten ihrer Wälderschar, versuchte die Geschichte zum Beispiel einen Ast zu schwärzen, hielt sie dagegen Blatt für Blatt, formschön fast wie Herzen. Sie machte, gelinde gesagt, auch mal kleine komische Späße, ging jemand mal die Luft aus, half sie sofort mit Photosynthese. Alles war perfekt, die Linde wurde größer als manch Tannen. Doch würde es jetzt dabei bleiben, wäre dieses Gedicht ja gar nicht spannend. Es bahnte sich an, Unruhen im Land, am Ende ging es letztlich schnell. 133 Jahre nach der Geburt wurde sie, Linde, 1963 gefällt. So ein Spannungsbogen in der Lyrik ist doch auch fies. Und der Unterschied zu dem, was du im Brockhaus liest, auch wenn seit Google niemand mehr im Brockhaus liest, aber es reimt sich halt viel besser auf das Folgende, der Stockaustrieb. Dafür habe ich sehr lange gebraucht, ich bin sehr stolz. Was mit dieser Linde ab 1992 geschah, will mir nicht so leicht von der Lippe. Und wenn ich jetzt was Falsches sage, steht die ganze Feier auf der Kippe. Um also das folgende Wunder zu bewerten und auch würdig zu beschreiben, bräuchte ich schon einen Experten, der auch ein bisschen Lust hat auf Reim. Weil ich auf der Bühne so ganz alleine nicht mehr klarkomme, kommt jetzt in meiner freudigen Erwartung jemand, der wie ich, und das wissen Sie auch, gerne redet, bis der Arzt kommt. Bitte klatschen Sie in Ihre Hände. Nochmal für Wilhelm Günther Vason. Müsste das jetzt sein? Ja, der Mann wird jetzt mit diesem Blatt in der Hand improvisieren. Er hat damit auch nicht gerechnet, dass das jetzt passiert. Völlig überraschend. Wir kriegen das hin gemeinsam. Also Poetry Slam geht ja nicht nur alleine, sondern auch im Team. Und wir versuchen jetzt ein bisschen zu slammen. Mal gucken, ob das klappt. Ich fange mal an? Ja. Okay. Aus einem kleinen Bäumelein, das einst an den Ort gebracht. Gefällt und wieder neu gewachsen unterm Namen Forstwirtschaft, wuchsen schon innerhalb zweier Jahre mit Hilfe neuer Kräfte. Vier herausragende und beispielhafte, ja baumstarke Äste. Jeder dieser Äste machte sich lang und in einer Sache gleich. Denn jeder dieser Äste wuchs zu seinem eigenen Fachbereich. Wald und Umwelt, hieß ein Ast, der metrisch auch jede Menge sprengt. Sitzt du auf ihm, studierst du nämlich vielleicht International Forest Ecosystem Management. Landschaftsnutzung und Naturschutz, hieß der zweite. Und in freudiger Erwartung bekam dieser Ast eine Abzweigung namens Ökolandbau und Vermarktung. Am dritten Ast wird viel gesägt, ganz forsch an allen Ecken. Keine Angst, dies geschieht nur aus Forschungszwecken, denn der dritte Ast nimmt's trocken. Ey Dicker, ich schwöre. Sägen sind die ja gewöhnt, sind ja Holzingenieure. Ja, ich weiß, das wird nicht besser. Der vierte Ast ist Lebemann. Und verkauft Obst von der Stange. Ich weiß, es ist für eine Linde komisch, aber mit dem Autor ist es nicht bange. Denn der Ast hat den Ertrag des ganzen Baumes in kurzer Zeit vervierfacht. Und das ohne Belastung für die Baumbewohner heißt ja auch nachhaltige Wirtschaft. Mit diesen vier Ästen wuchs aus der Pflanze eine Linde, strahlend in neuem Glanze. Während der eine auf ihr tanzte, brach ein anderer für sie eine Lanze. Während einer sie untersuchte, Proben nahm, sie abhörte und verwanzte. Und ein anderer zwischen ihr und dem Nachbarsbaum eines Slacklines spannte. Ja, das wäre schwierig, aber entwickelte sich die Linde weiter und wuchs nicht nur vor Eifer, nein, so eine moderne Linde mit Ansprüchen, dass wir gekonnt sein. Ihrer Zeit weit voraus ließ sie sich 97 schon verkabeln und ging online. Eine Vorreiterlinde. Zwei Jahre später machte man eine Studentin als erste Hochschule Deutschlands zur Vizepräsidentin. Mitbestimmung. Austausch. Die Linde war nie herrschsüchtig. Kritische Blicke gab's auch. Nur waren diese meist eher flüchtig. Wer genau hinguckt, der kennt in der Krone ein Gehänge. Eine Art Anbau. Es sind knospenfrische Masterstudiengänge. Wir haben es ausgeschlachtet. Es ist genug Platz in der Linde, wo sich keiner in der Enge drängt. Platz für regional, Finanz, Ökoagrar und Global Change Management. Klimaneutrales Semesterticket. Photovoltaik auf dem Dach liegen. Klar, haben andere auch. Aber nicht schon seit 2007. Umweltpreise. Auszeichnung. Deutschlands grünste Hochschule. Innovative Projekte. Studenten konzipieren ihre eigenen Module.
Alles aufzulisten und zu erwähnen ist die Pflicht. Nur in diesem Fall sprengt es leider jedes Gedicht. In jedem Dorf. In jeder Stadt. In jeder Ansammlung von Gesindel. Stand und steht seit jeher. Ganz zentral. Eine große Linde. Aber diese eine aus Eberswalde ist genauer betrachtet fast ein Traum. Ein Zuhause. Eine Schule. Eine Gemeinschaft. Ein beispielhafter Baum. Hier entsteht Zukunft. Hier erarbeiten Menschen neue Wahrheiten. Hier schreiben Leute Geschichte. Gut, meistens schreiben sie nur Abschlussarbeiten. Hießen solche früher bei Wilhelm Pfeil? Über die Ursachen des schlechten Zustandes der Forsten und die allein möglichen Mittel, ihn zu verbessern, mit besonderer Rücksicht auf die preußischen Staaten, eine freimütige Untersuchung, heißen sie heute eher Sex, Drugs, Rock'n'Roll und Nachhaltigkeit. Eine quantitative Untersuchung über die Wirksamkeit der Nachhaltigkeitskommunikation von Musikfestivals. Okay, okay, ja. Den fand ich schon ziemlich gut, aber ich bin mir sicher, da gibt es noch einen besseren, noch einen Knüller. Noch besser. Ja, hauen Sie noch einen raus. Hauen Sie noch einen raus. Wie wär's damit? Potenziale der Humustoilette bei der Rückführung von Nährstoffen als Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit. Ja, ja. Okay. Also häufiger im freien Kacken. Hass. Nein, also okay, nein, ich habe vielleicht auch falsch verstanden. Das haben wir nicht verabredet. Also gut, zurück zur Linde. Die Linde wurde zur Tanzlinde. Dorflinde. Und zwar eine Fesche. Hier entstanden Ideen wie E-Bikes aus regionaler Esche. Oder tropenholzfreie Gitarren. Aus thermisch modifizierten heimischen Hölzern. Wobei sie auch an der Linde probierten. Oder ein patentiertes, mit Holz überzogenes Surfbrett. Und so wird es auch weitergehen. Frei nach Who's Perfect, es gibt noch viel Luft nach oben für die Linde, denn diese hier steht nicht für eine starre Institution, sondern für eine progressive Idee. Sie hinterfragt sich, entwickelt sich weiter und vermittelt Wege. Und wenn ich Werte, und vermittelt Werte, ja, sonst reimt sich nicht mehr. Ne? Das wird schwierig. Ja. Also, aber sie vermittelt auch Wege. Beides. Ja. Einigen wir uns auf beides. Wer ist dafür? Gut. Okay. Aber wir denken uns trotzdem in der Zeile Werte. Werte. Und wenn ich sage, sie sei ein Bild von einem Baum, dann bist du nicht der Erste, aber das reimt sich doch nicht auf Werte. Doch, also da reimt sich gar nichts, wenn man genauer hinguckt. Das ist alles sehr unrein, aber das ist nicht so schlimm. Okay, also in Eberswalde steht eine Dorflinde. An der kommen alle zusammen und feiern und pflanzen und lernen und tanzen und reiern und schnitzen hier Bretter und flitzen und klettern. Ja. Hängen am Tresen. Oder lesen und büffeln bis zur letzten Stunde. Und fluchen. Überbuchen. Oder sammeln einfach Creditpunkte. Wir sind Kinder des Baums und ritzen unsere Initialen in die Rinde. Wir feiern mit euch seit 25 Jahren die beste WG-Party in der Linde. Dankeschön. Noch einen haben wir nicht. Er kann mehr, ich kann nur das. Wir machen weiter im Programm und ich freue mich ganz besonders, dass Frau Dr. Martina Münch als unsere Ministerin heute hier sein kann. Sie war von 2009 bis 2011 und jetzt wieder seit 2016 für uns im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur zuständig. Von Hause aus Neurologin, könnte sie versucht sein, ihr tiefes Wissen um Schizophrenie, darüber promovierte sie, auch auf Politik und Hochschulen anzuwenden. Frau Dr. Münch hat sich in unserer entscheidenden Profilierungsphase, hat uns in unserer entscheidenden Profilierungsphase 2010 als Ministerin begleitet und gehört dankenswerterweise auch unserem Transferbeirat an. Dafür wollen wir Sie, bevor Sie heute was sagt, auszeichnen mit der HNE-Medaille für die umfangreiche Unterstützung bei der Profilbildung der Hochschule.
Ja, sehr geehrter lieber Herr Fason, das ist natürlich verdammt schwierig, jetzt nach diesem Poetry Slam zu sprechen. Und ich habe meine Rede nicht als Poetry Slam abgefasst, aber vielleicht könnten wir ja auch improvisieren. Das wäre dann wahrscheinlich etwas lustiger. Herzlichen Dank auch für diese tolle Medaille, die sicher nachhaltiger ist als Ihr wunderbares Geschmeide, was Sie hier umhängen haben. Was auch ein ganz typisches Männergeschmeide ist. Also so ein riesiges Ding, glaube ich, würde hier anders gar nicht passen. Das hält schon seit 1926. Das muss. Gab es eine Präsidentin bis jetzt? Bestimmt nicht, oder? Deswegen. Also. Aber, und es gibt noch ein Geheimnis, was ich heute gerne irgendwie gelüftet bekommen würde, denn man sieht den Hirsch, wer diese Medaille sich mal angeschaut hat, mit dem Hubertuskreuz dazwischen, mit dieser Vision, die der Jäger hatte. Und wir haben ja die Jagdhörner vorhin gehört und keiner, weder Landrat noch Präsident, konnte mir sagen, was die Jagdhörner eigentlich geblasen haben. Das wäre aber schon wichtig zu wissen, ob das war, die Sau ist tot oder die Jagd beginnt oder sammeln. Vielleicht kann uns ja irgendein Jäger nachher mal aufklären. Ja, sehr geehrter, lieber Landrat Bodo Irke, lieber Herr Boginski, liebe Landtagsabgeordnete, die Sie sehr zahlreich vertreten sind. Ich sehe Frau Müller hier, ich sehe Frau van Tree, Herrn Vogel, dann natürlich Herrn Kurt, mit der Heimspiel hier hat. Meine sehr verehrten Abgeordneten, liebe Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Studierende natürlich und Mitglieder des Beirats und alle, die sich mit der HNE verbunden fühlen, ganz besonders natürlich lieber Herr Enderlein, Sie sind ja daran schuld ein Stück weit, dass wir heute diesen Geburtstag hier feiern können. Und ein Vierteljahrhundert feiern, das klingt nicht nur gut, sondern das ist ja etwas ganz Besonderes. Und ich möchte der Hochschule für nachhaltige Entwicklung dazu sehr, sehr herzlich gratulieren. In diesen Monaten feiern ja alle brandenburgischen Fachhochschulen ihren 25. Geburtstag. Und jede Fachhochschule hat ja durch ihre ganz persönliche Note auch das Profil des Landes maßgeblich geprägt. Auch die HNE, denn sie ist ja nicht nur erfolgreiche, innovative Hochschule, die Studierende aus dem In- und Ausland anzieht und deren Absolventen ja bei regionalen und überregionalen Unternehmen sehr gefragt sind, sondern sie haben ja auch als grünste Hochschule Deutschlands, sie haben sich auch kräftig bemüht, das nochmal zu illustrieren, bundesweit ein ganz einmaliges Profil. Ich soll Ihnen auch herzlich die Grüße von unserem Ministerpräsidenten überbringen. Der war gestern auf der Hannover Messe und bekam dort einen hölzernen Rollator vorgeführt. Da sagte ich, der kann nur aus Eberswalde sein. Also Sie sind hier ganz im Stil der Zeit und entwickeln natürlich nicht nur das tolle hölzerne Fahrrad, das ich ganz neidisch mir neulich anschauen durfte, sondern eben im Zeichen der demografischen Entwicklung natürlich auch die Rollatoren. Er hat sich aber standhaft geweigert, sich damit fotografieren zu lassen. Also. Vielleicht ein kurzer Rückblick auf die Gründungszeit der brandenburgischen Fachhochschulen. Das Wissenschaftsministerium hat ja im September 1991 eine Landeskommission für Fachhochschulen eingesetzt. Herr Enderlein wird sich erinnern. Der Auftrag war, Empfehlungen über Standorte und Fächerstrukturen der zu gründenden Fachhochschulen und Konzepte zur Kooperation der Fachhochschulen mit Wirtschaftsunternehmen und Forschungseinrichtungen zu entwickeln. Ihr Ergebnis ist die heutige Hochschule für nachhaltige Entwicklung, die im Sommersemester 1992 noch als Fachhochschule Eberswalde damals den Studienbetrieb im Studiengang Forstwirtschaft aufnahm. Sie haben das ja schon geschildert, wie die Linde wunderbar gewachsen ist und sich die Äste auch entwickelt haben. Das Ziel bei der Gründung waren 1100 Studienplätze bis 1996. Heute sind es, Sie haben es gesagt, bereits 2200 Studierende, also um 100% den Plan übererfüllt. Großartig. Damit ist die HNEE auch die einzigartige Hochschule im Land, die mit ihren Forschungsleistungen seit langem bundesweit in die Spitzengruppe der forschungsstärksten Fachhochschulen gehört. Und darauf sind wir auch besonders stolz, lieber Herr Fason. Vor allem sind wir auch stolz darauf, dass es Ihnen mit der Ihnen eigenen Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft ja immer wieder gelingt, für Ihre Pläne und anspruchsvollen Vorhaben die Hochschulmitglieder und Hochschulangehörigen mit ins Boot oder, wie wir gehört haben, mit unter die Linde zu nehmen. Und dafür ganz herzlichen Dank. Und ich gebe zu, auch wir als Land Brandenburg sind stolz und schmücken uns gern mit den nationalen und internationalen Erfolgen der HNEE. Beispielsweise 2014 wurde die HNEE die erste klimaneutrale Hochschule in Deutschland
Und dieses Jahr wurden Sie mit dem europäischen EMAS Award, Sie haben das ja schon vorhin auch genannt, nominiert. Und bereits 2011 wurde die HNEE mit diesem Preis für vorbildliches Umweltmanagement geehrt. Ebenfalls 2017 haben Sie sich an dem bundesweiten Projekt HochN, das wir heute auch schon einige Male erwähnt hatten, in dem 11 Hochschulen gefördert werden, bewährt, um Nachhaltigkeit anzuregen und auch Netzwerke zu etablieren. Das Land hat die Hochschule für nachhaltige Entwicklung auf ihrem Erfolgswerk bisher gut unterstützt und wir werden das natürlich auch in Zukunft tun. Und ich freue mich, dass Sie heute nicht die Gelegenheit genutzt haben, hier noch mehr einzufordern. Das bekommen Sie aber sowieso, das wissen Sie ja. Immerhin hat das Land Brandenburg der Hochschule für nachhaltige Entwicklung mehr als 70 Millionen Euro für Baumaßnahmen, Ersteinrichtungen sowie Geräte für Lehre und Forschung bereitgestellt. Und damit haben Sie hier auch hervorragende Rahmenbedingungen für Lehre und Forschung. Das Land stellt ja allen Hochschulen in dieser Legislatur bis 2019 zusätzlich 100 Millionen Euro zur Verfügung. Und davon profitiert ja auch Ihre Hochschule. Meine Damen und Herren, unmittelbar vor dieser Festveranstaltung hat die erste Tagung des Transferbeirats stattgefunden, an der ich teilgenommen habe. Und wir haben sehr spannende Diskussionen geführt und wieder einmal festgestellt, dass Sie auch bei der Untersuchung des Transfers, bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung auch hier deutschlandweit wieder ganz vorne an der Spitze sind. Und das ist vielleicht ein besonderes Kennzeichen, dass Sie ein Gespür haben für Entwicklungen der Zukunft, für bestimmte Trends, die andere zu ahnen beginnen und Sie greifen sie auch gleich auf. Diese Gründung des Transferbeirats war ja unter anderem eine Empfehlung des Transferaudits des Stifterverbands und Sie haben das sofort aufgegriffen. Und der Bericht zum Transferaudit bescheinigt Ihnen ja ein sehr engagiertes Vorgehen bei der Diskussion zur Strategie und ich habe mich selbst überzeugen können, dass Sie hier schon sehr weit vorangeschritten sind. Auch hier wird an die Stärke der Hochschule appelliert, in bewährter Weise die Hochschullehrer und die Fachbereiche mit einzubeziehen und Kooperationen zu wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Institutionen immer weiter auszubauen. Der Transferbereich gewinnt ja Wechsel und eine wachsende Bedeutung für die Hochschulen. Sie haben es ja so ein bisschen als die Third Mission bezeichnet, neben Forschung und Lehre eben der Transfer. Und hier bieten sich ja auch ganz vielseitige Möglichkeiten für die Stärkung des wissenschaftlichen Profils. Damit bin ich bei den Herausforderungen für die kommenden Jahre angekommen. Es geht um die weitere Stärkung der Attraktivität der Hochschule aus dem In- und Ausland. Aber da habe ich keine Sorge, Ihre Hochschule ist ja mehr als nachgefragt. Man ist stolz, wenn man hier einen Studienplatz bekommt. Es geht um den Aufbau neuer, attraktiver Studiengänge. Vielleicht so ein bisschen die Knospen in den Spitzen der Linde, die Sie gezeigt haben. Und es geht natürlich auch um den Ausbau dualer Studienangebote zur Sicherung von Fachkräften in Brandenburg, wo Sie auch auf einem ganz guten Weg auch sind, hier gemeinsam auch mit den Unternehmen der Region etwas auch für die Fachkräftesicherung zu unternehmen. Und es geht natürlich um den Auf- und Ausbau eines effektiven Transferbereichs. Natürlich auch um die Stärkung und den Ausbau der Forschungsaktivitäten der Hochschule. Und deswegen bin ich auch schon sehr gespannt auf den Festvortrag von Frau Hendricks, die jetzt schon ganz schön viel verpasst hat, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, ob hier auch neue Impulse kommen, die Sie sicherlich auch aufgreifen werden. Insgesamt wünsche ich Ihnen für die nächsten 25 Jahre und weit darüber hinaus, denn Bäume wachsen langsam und sehr nachhaltig. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, viele Erfolge, neue interessierte Mitstreiter aus dem In- und Ausland, den Studierenden und den Lehrenden weiterhin so viel Freude und bewahren Sie sich Ihre Kreativität bei der weiteren Profilierung. Und, lieber Herr Fason, Sie kommen mir auch nicht davon ohne eine weitere Medaille, die ich Ihnen jetzt überreiche. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie erfragten ja eben, welchen Klängen Sie da lauschen durften, der Jagdhornbläser. Und da wir eine Hochschule für nachhaltige Entwicklung sind, möchten wir auch nachhaltig diese Wissenslücke schließen. Und zwar waren das die Klänge. Rudolf weiß das immer sehr genau. Ja, wir haben begonnen, wie sich das natürlich gehört, mit der Begrüßung. Das war also der erste Teil, den Sie hören konnten.
und haben dann fortgesetzt das Ganze mit dem Signal Re tot. Das ist also, es wurde also doch gestorben, Sie haben das schon ganz richtig vermutet. Und zum Abschluss lauschten Sie dann dem Jägermarsch. Aha, wunderbar, danke. Danke. Mein Bauch müsste noch ein bisschen breiter sein, die Brust jedenfalls, um so viele Medaillen und Auszeichnungen zu tragen. Wir freuen uns auf unseren Landrat Bodo Ierke, der unsere Hochschule, die international, national, aber eben auch regional hervorragend vernetzt ist und mit vielen Partnern unterwegs ist, der den Landkreis, einen unserer wichtigsten Partner, seit 1990 als Landrat leitet. Und das Wichtige für uns dabei ist eigentlich, der Landkreis hat sich sehr systematisch in Richtung einer Null-Emissionsstrategie entwickelt. Das ist Bodo Ierke, der das gemacht hat. Und diesen nennt sich Erneuer, Doppelpunkt Bar. Und ich denke, der Landkreis ist der beste Landkreis für unsere Hochschule und ich freue mich auf Ihre Worte und überreiche die Medaille für die beste Nachhaltigkeitsstrategie. Ja, sehr. Ach, jetzt haben wir eine Unterbrechung. Ja, sehr geehrte Frau Bundesministerin Hendricks, herzlich willkommen, dass Sie zu uns, zu unserer Festveranstaltung stoßen konnten. Liebe Martina Münch, sehr geehrter Herr Professor Fason, vielen Dank. Hier bekommt man also zum Geburtstag die Ehrengeschenke, bevor man eine Leistung abgeliefert hat. Das ist auch eine interessante Sache. Aber es ist tatsächlich so, wir freuen uns mit Ihnen, dass wir gemeinsam heute hier den 25. Geburtstag unserer Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde feiern können. Und meine Damen und Herren, ich bin ja auf der Rednerliste der Einzige, der aus dieser Zeit noch berichten kann, wie es uns dort ergangen ist. Ich habe viele im Saal gesehen, die diese Entwicklung mit auf den Weg gebracht haben, die Freunde und Partner waren, die auch damals in dieser Situation sozusagen diese Entwicklung angestoßen haben. Aber ich möchte in meinem Grußwort gerne darauf noch mal so ein kleines bisschen zurückkommen. Denn wir waren in einer Zeit, 2 Jahre nach der Wende, in dem es Eberswalde und unserer Region wirklich nicht gut ging. Hier alleine in dieser Stadt waren über 12.000 Arbeitsplätze weggebrochen, Industriearbeitsplätze. Und unsere Arbeit in der Politik bestand eigentlich darin, die Menschen zu motivieren, ihnen deutlich zu machen, es gibt auch Zukunftschancen. Verzweifelt jetzt nicht, sondern packt mit an, dass wir den Aufbau hinbekommen. Und dann mit einmal kam die Diskussion, können wir denn neben der Forschung auch die Lehre wieder in Eberswalde etablieren, ja oder nein? Das war noch vor der Gründung. Und natürlich waren die ersten Überlegungen, ja, wie war es denn früher, eine Fakultät der Humboldt-Universität, ja, diesen Weg müssen wir wieder aufgreifen und so wollen wir uns hier etablieren. Und ich bin heute wirklich allen dankbar, die uns neben diesem lokalpolitischen Engagement, und ich sehe auch Hans May unter den Handelnden, der als Bürgermeister damals hier vehement mit dafür gekämpft hat, auch die Lehre wieder nach Eberswalde zu holen, dass wir diesen Weg jetzt hier so gehen konnten, wie wir ihn gegangen sind. Denn die Fragen Fachhochschulen, welche Bedeutung haben sie denn in der Ausbildung in Deutschland, war uns ja damals noch gar nicht so richtig klar. Und gerade diese Verbundenheit in die Praxis hinein, in die Regionen hinein, ist ja eines der wertvollsten Güter, die so eine Ausbildung auch mit sich bringt. Und ich sehe Herrn Enderlein, vielen Dank, und Professor Suku habe ich heute auch schon gesehen, dass Sie damals, ach, da sitzt er ja gleich, dass Sie damals die Gelegenheit genommen haben, unsere Gedanken zu ordnen und hier wirklich einen Neustart zu wagen. Und nun ist es ja so, in den 25 Jahren haben wir viele Entwicklungen miterlebt und Höhen und Tiefen, aber so ein gesundes Kind, das dort geboren wurde und nach 25 Jahren an der Stelle steht, wie unsere Hochschule heute, gibt es kaum mal zu feiern. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir das gemeinsam tun können.
Denn es gab ja am Anfang wirklich interessante Entwicklungen. Nach 4 Jahren kam Professor Wolf zu mir und sagte, Mensch, ich möchte einen internationalen Studiengang einrichten, aber unser Ministerium kann nicht finanzieren. Und man muss sich das heute mal vorstellen, Martina, jetzt musst du mal weghören, da hat der Landkreis 4 Jahre diesen Studiengang finanziert, um ihn hier in Gang zu setzen, um einfach zu sagen, wir wollen diese Entwicklung mit vorantreiben. Da haben wir also noch über unsere Aufgaben hinaus uns unterstützt. Gut, sollten wir heute auch tun und nicht ganz vergessen. Wir haben Kooperationspapiere geschlossen, wo wir die Zusammenarbeit schon vor 15 Jahren begonnen haben. Und heute im Transferbeirat haben wir natürlich eine Diskussion geführt, wie kann man die Ergebnisse von Forschung und Lehre auch in die Praxis vernetzen. Aber wir leben das eigentlich schon 15 Jahre. Vielleicht noch nicht so substantiiert, vielleicht noch nicht so rausgearbeitet, vielleicht noch nicht so zielgerichtet, aber das ist eine ganz tolle Entwicklung. Und wenn ich heute durch die Lande gehe und sehe Absolventen, die hier Firmen schon gegründet haben, die in anderen Firmen aktiv sind, die dieses Wissen, das sie hier erworben haben, auch anwenden bei uns in der Region, dann ist das eine ganz tolle Entwicklung. Ich glaube, ein entscheidender Punkt war tatsächlich das Jahr 2010, als die Umbenennung erfolgte in Hochschule für nachhaltige Entwicklung, denn es hat zum ersten Mal dokumentiert, dass man unmissverständlich diesen Weg und diese Zielmarke für diese Hochschule rausarbeiten will. Denn in 25-jährigem Rückblick ist es immer, klingt es alles so abgeleckt und einfach, aber der Weg war nicht so einfach. Wir alle kennen die Widerstände, die wir auch in der Gesellschaft erleben, wenn man wissen, dass man sich erarbeitet oder dass man auch lernen kann, in die Praxis umsetzen will, wie viele Widerstände es dort gibt und wie viele Vorbehalte. Und wie man auf der einen Seite sagt, ja, intellektuell verstehe ich das, aber trotzdem handle ich jetzt anders, weil die Gegenwart mir andere Handlungen abverlangt. Das ist ein ganz, ganz dickes Brett. Wir sehen ja die Bemühungen der Bundesregierung und auf der ganzen Welt, wie mühsam es ist, hier überhaupt voranzukommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Regionen vor Ort aktiv werden, dass die Kommunen aktiv werden, dass die Landkreise aktiv werden, die Hochschulen, die hier sind. Deswegen ist es ein toller Geburtstag, den wir heute feiern und ich freue mich wirklich sehr darüber. Und Herr Professor Fason, ich glaube, wenn man so eine Entwicklung hinlegt, dann hängt es auch mit der Nachhaltigkeit in der Führung. Denn Sie sind ja seit 1997 dabei. Sie feiern also auch in diesem Jahr, zwar zum Ende des Jahres ein Jubiläum, 20 Jahre diese Hochschule hier zu leiten, ihr dieses Profil zu geben und dass wir heute feststellen können, dass diese Hochschule dieses Profil nicht mehr verlieren kann. Es ist, glaube ich, zu einer Entwicklung geworden, die sich selbst verstärkt, die in der Zukunft weiter auch stattfinden wird. Und das ist ja immer wichtig, wenn man selber seine eigenen Lebensspuren an der Stelle dann auch verfolgt. Denn irgendwann wird man biologisch uns ja auch ablösen und sagen, jetzt müssen andere diese Entwicklung weiterführen. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen über die Entwicklung unserer Hochschule. Und so ein kleines bisschen, meine Damen und Herren, so ein kleines bisschen feuern wir uns ja auch selbst an. Nicht? Der Landkreis hat einmal dieses, als erstes das Null-Emissionsgebäude den Nachbarn hier dieser Hochschule in der Stadt gebaut, hat Elektrofahrzeuge angeschafft. Darauf hat natürlich die Hochschule reagiert und hat gesagt, okay, wir müssen es hinkriegen, CO2-neutral als Hochschule hier zu agieren. Jetzt gibt es ein Semesterticket, ganz toll, auch wenn unsere Barnimer Busgesellschaft dazu beiträgt. Aber es ist ein Schritt, der deutschlandweit Beachtung findet. Aber er hat noch einen kleinen Makel, weil wir beide müssen alle wissen, die nicht aus Eberswalde sind. Wir wohnen ja in der Nähe und im Sommer fahren wir Fahrrad, um sozusagen unsere CO2-Bilanz, die persönlich auch sozusagen in Ordnung zu halten. Im Winter fahren wir aber auch manchmal Bus und dann noch mit dem Dieselbus. Ich verspreche hier heute, und deswegen gibt es keinen Orden, aber ein Versprechen, dass wir diese Linie in die Stadtbuslinie einbinden werden, dass wir mit CO2-freien O-Bussen dort verkehren werden und wir beide dann die CO2-Bilanz auch noch ein Stückchen auffrischen können. Alles Gute für die Zukunft und für die Hochschule, für die Lehrenden und für die Lernenden.
Ganz herzlichen Dank. Ich meine, das hört sich fast an wie persönliche Vorteilsnahme. Ich kann CO2 frei zur Hochschule mit dem Bus. Nein, ganz wunderbare Idee. Wir machen weiter mit Friedhelm Boginski. Seit 2006 Bürgermeister in Eberswalde baut er die Stadt um. Wir haben eben gehört, was sie mal war. Er baut sie um zu einer Kulturstadt. Wer es nicht glaubt, aber natürlich auch wer es glaubt, ist zum gemeinsamen Stadtfest und zum Tag der offenen Tür am 17.06. herzlich eingeladen. Da zeigen wir, was wir gemeinsam auf die Beine stellen. Übrigens auch im Bereich Kita auf dem Waldcampus. Hier werden die Kinder während des Festakts betreut. Ehrlich verdient verleihen wir die Medaille für die kulturelle Wiederbelebung einer anspruchsvollen Mittelstadt. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin Hendrik, sehr geehrte Frau Ministerin Münch, lieber Günter Fasern, meine sehr verehrten Damen und Herren, Landtagsabgeordnete, alle Ehrengäste, die heute hier sind. Und natürlich ein wunderbares oder besonderes Hallo an alle ehemaligen und jetzigen Studentinnen und Studenten unserer HNE in Eberswalde. Schön, dass Sie alle hier sind in der Kultur- und Wissensmetropole nördlich von München und südlich von Hamburg, in der, da möchte ich gerne wohnen, Stadt zwischen Berlin und Stettin. Ich finde, hier sind wir alle genau richtig und nicht nur, um unsere Hochschule heute hoch leben zu lassen, sondern unsere HNE ist natürlich nicht nur die grünste Hochschule Deutschlands, sie ist etwas ganz Besonderes. Cicero sagte vor 2000 Jahren einmal, aus kleinem Anlass entspringen alle Dinge. Das haben wir heute mit der Linde schon ausführlich gehört. Was Professor Pfeil damals veranlasst hat, aus Berlin raus nach Eberswalde zu gehen, damals war es ja eigentlich auch in Berlin schon ganz interessant, aber bei uns ist es eben doch besser und schöner. Schwierig war der Anfang, als er mit Ratzeburg und Schneider hier begann. Die 12 Feldjäger, die ihn begleiteten, schliefen im Stallgebäude neben der Schicklerschen Villa und sie nannten es dann Schicklersches Elysium. 1100 Taler hatte Pfeil bekommen, aber die Lampen vergessen. Und das ist auch wieder so typisch. Als er im Finanzminister 4 Lampen mit Docht und Öl beantragte, sagte man 2 zu. Die Studenten sollen tagsüber laden, da reicht das Tageslicht, begründete man. Und wir stellen fest, diese Ministerien, also da kann sich noch ein bisschen was positiv verändern. Doch die Grünröcke, die brachten richtig Schwung in die Stadt. Oft waren sie den Eberswalder Bürgerinnen und Bürgern zu forsch oder zu frech. Aber wenn sie dann fertig waren mit dem Studium, dann waren es begehrte Schwiegersöhne. Unser bekannter, ich schaue mal hin zu den Musikern hier, unser bekannter Heimatforscher Rudolf Schmidt listete um 1920 alle Ehen auf, die zwischen den Studenten der forstlichen Fakultät und den Eberswalder Mädchen geschlossen wurden. Das ist seitenweise, kann man das in der Eberswalder Chronik nachlesen. Und da sind solche Namen bei wie Pfeil, Schinkel, von Kleist, von Brauchitsch und andere mehr. Sie merken, hier hat schon so mancher in Eberswalde studiert und Eberswalde blühte auf. Und interessant übrigens auch, dass ab 1830 die Einwohnerzahl in Eberswalde doch sprunghaft anstieg. Wir machen mal einen Zeitensprung zu 1992. Ein Student aus dem Hessischen, der sich damals entschloss, in Eberswalde zu studieren, erzählte mir mal, er wollte Unverbrauchtes, er wollte Natur. Das war ihm wichtig. Und was bekam er? Auf dem Bahnhof schon sowjetisches Militär mit MP und Kalaschnikows auch überall in der Stadt. Eine graue Stadt, aus der jedes Jahr tausende Menschen wegzogen, Massenarbeitslosigkeit, die erste Wohnung, die ihm angeboten wurde, Außenklo mit 2 weiteren Parteien, Telefon, Fehlanzeige, gab auch noch keine Handys für die, die damals noch nicht geboren waren. Die gab es noch nicht. Und er konnte also Mama nicht anrufen, hol mich hier raus, sondern er blieb hier. Was für Visionäre, die in so einer Zeit eine Fachhochschule aufbauen wollen. Was für ambitionierte Vordenker, einer von ihnen, Professor Gunter Wolf, zu Recht heute Ehrenbürger der Stadt Eberswalde. Der Student hat übrigens durchgehalten, ist immer noch in Brandenburg geblieben, wie viele andere auch. Einige von ihnen haben hier auch wieder geheiratet oder sind zumindest in festen Händen, denn man heiratet ja heute nicht gleich.
Für mich, der seit 36 Jahren in dieser Stadt lebt und für diese Stadt arbeitet, ist die Gründung der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 1992, also damals der Fachhochschule, eine der besten und nachhaltigsten Entscheidungen für unsere Stadt gewesen. Dank allen, die dazu beigetragen haben. Der Landrat hat ja hier schon selber beteiligt, genannt den ehemaligen Bürgermeister Herr May, Herr Inderlein, gar keine Frage. Alle, die dazu beigetragen haben, gehört unser Dank heute. Mit der HNE kann ich nur unterstützen. Mit der HNE kehrten Zukunftsgeist, Wissensdurst, Optimismus und Inspiration in Eberswalde ein. Es kamen Menschen aus aller Herren Länder her und sie rissen uns mit. Sie machten was mit uns. Angefangen mit 45 Studenten, letztes Jahr im September durfte ich über 600 Studenten auf dem Marktplatz begrüßen bei Freibier, Wildschwein und Spritzkuchen und natürlich jetzt auch veganer Suppe. Das gehört jetzt dazu, gar keine Frage. Die Zusammenarbeit zwischen der HNE und der Stadt Eberswalde ist vorbildlich. Wir beide, glaube ich, können das in den letzten Jahren hier wirklich sagen. Das gemeinsame Fest, du hast es schon erwähnt, der Stadt Eberswalde und der Tag der offenen Türen in der HNE, der Waldkindergarten. Und ich sage mal, die sind wirklich den ganzen Tag im Wald mit allem drum und dran, was dazugehört. Man kann es sich kaum vorstellen, haben wir hier. Die Stiftung Waldwelten, die gemeinsame Forschung, das Netzwerk Metall, Wissenschaft berät Wirtschaft. Wir arbeiten bei Abschlussarbeiten zusammen. Wir stehen füreinander da und wir helfen, wo es nötig ist. Und wir zeigen, was mir persönlich immer sehr wichtig ist. Auch gemeinsam Flagge, wenn die Rechtspopulisten hier was organisieren wollen. Auch dafür bin ich unserer HNE sehr dankbar. Als Bürgermeister kann ich gar nicht alles aufzählen. Als Bürgermeister kann ich es gar nicht alles aufsehen. Das sind die Menschen mit ihren Ideen, die Studentinnen und Studenten, mit ihrer Leichtigkeit, mit ihren tollen Frisuren und alles, was dazugehört, die wir hier erleben. Das finde ich, ich kann ja nicht mehr mitmachen. Das ist vorbei. Eberswalde ist auf Wachstumskurs, auch wieder bei der Bevölkerung. Wir sind grün, manchmal auch ein bisschen gelbgrün. Wir sind energiegeladen und nachhaltig. Wir sind natürlich Eberswalde. Und unsere HNE ist ein Teil davon. Und dafür sind wir wirklich dankbar, mehr als dankbar. Weiter so. Ja, wir hatten jetzt eine ganze Reihe von Rückblicken auf, wie es einmal war. Und jetzt schauen wir mal, wie war es denn in der Zwischenzeit? Und dazu darf ich Anke Hollerbach nach vorne bitten. Sie war 1999 die erste studentische Vizepräsidentin an unserer Hochschule und bundesweit sowieso, weltweit glaube ich auch. Und man muss das Maß richtig setzen, finde ich. In dieser Funktion vertrat sie selbstbewusst, frustrationstolerant und mit viel diplomatischem Geschick die Interessen der Studierenden in den Entscheidungsgremien. Und das war sicher nicht immer einfach. Dafür gibt es heute die Medaille für hohe Frustrationstoleranz als erste studentische Vizepräsidentin. Das kann sie jetzt auch beim Management des mecklenburgischen Teils des Biosphärenreservats Schalsee-Elbe. Ah, Mist. Aber ich verbessere das jetzt nicht. Und ich darf weiterhin Jan-Hendrik Skroblin, unseren heutigen studentischen Vizepräsidenten, einen echten Ranner. Nach Landschaftsnutzung und Naturschutz studiert er nun RAN, das ist Regionalentwicklung und Naturschutz. Und ihn möchte ich mit einer Medaille auszeichnen für das Engagement als studentischer Vizepräsident. Das mit den Medaillen auszeichnen müssen wir noch ein bisschen üben. Und beide werden jetzt interviewt. Habt ihr Reime drauf? Ihr braucht keine Reime. Wir dürfen an dieser Stelle ein bisschen gemeinsam schnacken. Hierfür wurde auch ich nochmal dazugenommen. Ihr könnt euch einfach diese Keule teilen.
Es ist sehr schön, dass wir hier alle zusammenkommen und darüber ein bisschen drüber reden können. Die erste Frage wäre natürlich, wie sieht das aus? Wie war das damals? Welche Hochschulbelange haben die Studierenden damals bewegt? Und was waren ja die Sachen, die man damals gemacht hat? Und wie ist das heute? Also das würde mich jetzt an der Stelle... Die erste, weltweit erste Hochschulvizepräsidentin, das ist bestimmt aufregend gewesen damals. Das war ziemlich aufregend, ja. Angefangen hat meine studentische Aktivität im Fachschaftsrat und dann im AStA, und da ging es vor allem um so Themen wie Hundezwinger oder die Feuerzangenbowle oder das Wiedereinführen des Studentenfaschings, das früher berühmt-berüchtigten, den wir natürlich gar nicht kannten, weil wir ja ganz neu da waren. Es waren dann aber natürlich auch Themen wie der Studentenclub, den wir in der Zeit angeschoben haben. Auch da gab es so eine Studentengebühren, die sich irgendwie andeuteten, wogegen wir gekämpft haben. Das Semesterticket war auch bei uns ein Thema. Und für mich damals, als ich dann tatsächlich Vizepräsidentin mit wurde, war so ein Thema die Evaluation der Lehre. Sehr gut. Evaluation ist immer sehr wichtig. Ist es heute immer noch Feuerzangenbowle und Hundezwinger oder Studentenfasching? Oder was sind die Themen heute? Die Feuerzangenbowle gibt es tatsächlich noch auf der SVV jeweils, jetzt das letzte Mal im Dezember. Das Semesterticket ist natürlich auch für uns, wie heute schon sehr anschaulich dargelegt, mit dem klimaneutralen Semesterticket wichtig. Aber jetzt stehen in dieser Woche noch Verhandlungen über eine Preiserhöhung, wie jährlich, halt an. Damit beschäftigen wir uns natürlich. Die Evaluation der Lehre ist auch ein wichtiges Thema. Das haben wir jetzt in allen Fachbereichen etabliert. Dabei war der Fachbereich 2 der Vorreiter mehr oder weniger. Ja, und womit beschäftigen wir uns noch? Wir sind ja gewachsen, und dadurch, dass wir ja auch gerne und viel feiern, haben wir natürlich auch unsere Feierei in das Stadtbild Eberswalde zu integrieren. Und da gibt es natürlich dann die ein oder andere Sache, die man dann irgendwie klären muss mit den Bürgern, mit dem Präsidium, was Anfragen bekommt. Und da stehe ich natürlich gerne als Schnittstelle zur Verfügung. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr geht dann zu irgendwelchen Institutionen, Leuten und sagt, es ist okay, wenn wir hier saufen, oder? Nein. Wir machen ja hier regelmäßig Veranstaltungen, und die gehen natürlich, wie bei Studenten üblich, immer ein bisschen länger. Und da müssen wir dann für Verständnis werben, und die Studierenden schafft dann auch zur Raison rufen, je nachdem. Und ja. Also die Studierenden müssen auch erinnert werden, dass jetzt wieder Feiersaison ist, auch bisschen. Okay. Genau. Finde ich sehr schön, dass wir hier die Kernpunkte einmal festgehalten haben, worum es dabei geht. Aber lass uns Tacheles sprechen. Wie hoch ist der Einfluss, den man wirklich hat als studentischer Vizepräsident? Weil es könnte ja auch sein, dass die Hochschule sich damit schmückt, guckt mal, was wir haben, aber letzten Endes unterm Strich kann man nicht viel bewegen. Ich weiß nicht, wie das jetzt damals war. Wie ist es heute? Also ich bin damit zufrieden, dass wir befragt werden und dass uns die Stellung eingeräumt wird, so dass wir die Informationen aus dem Präsidium aus allererster Hand halt beziehen können und die dann auch in der Studierendenschaft schön verarbeiten und tatsächlich gefragt werden und somit dann auch hoffentlich immer profunde Antworten geben, aber das sehen wir dann in der Zusammenarbeit. Okay, und wie war das damals? Was war die Initialzündung, die dazu geführt hat überhaupt, dass du damals, wir sind beim Du, wir haben uns vorhin schon kennengelernt, ich hoffe, das ist für alle anderen okay. Man weiß ja nicht. Was war die Initialzündung, wie kam es dazu, dass du studentische Vizepräsidentin wurdest? Hast du das selber beantragt? Nein, man stolpert da ja manchmal so ein bisschen rein, ja. Also ich habe Praktikum gemacht im Spreewald, mein damaliger Freund kam mit dem Handy meines jetzigen Schwiegervaters, in den Wald. Ich musste erst mal auf den Hochsitz klettern und die Fachhochschule, die wollen da mit dir mal reden, weil da ist irgendwie was ganz Wichtiges passiert. Und daraus entwickelte sich das war so, wollen Sie oder nicht, so ungefähr war das Gespräch. Okay, es kam also von, ja, es kam von Hochschulseite. Und tatsächlich ist es dieses mit einbezogen werden, was einfach wichtig ist, dass man was mit einbringt. Den Einfluss zu messen ist ganz schwierig hinterher. Wie soll man das machen? Ja gut, ich frage nur, ich bin selber Student gewesen in München und in Hamburg, und da wurden wir selten wegen irgendwas gefragt. Da hieß es immer, friss oder stirb irgendwie. Da war man froh, wenn der Professor oder Dozent wusste, wer man ist. Das ist natürlich hier alles ganz anders. Gibt es irgendwelche bleibenden Schäden oder sonst? Hat es sich nachhaltig verändert in deinem Leben, dass du das... Ich bin jetzt ganz mediengeil und machtversessen. Steht das immer noch im Steckbrief drin? Erste studentische Hochschulvizepräsidentin weltweit? Nee.
Nee, aber das hat mich erstmal ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Medienrummel, der da drum entstanden ist, und der hat schon zu einer ganzen Menge Desillusionen auch geführt, was einmal den Medienbetrieb angeht. Und nachher musste ich auch erstmal lernen, wie vertritt man denn Interessen und wie funktioniert das eigentlich? Also das ist ja das, was man Politik nennt. Das musste ich auch erstmal lernen. Ja, also da kenne ich mich auch nicht mit aus. Ich freue mich immer über Medienrummel. So generell ist das heute immer noch, jeder freut sich, ne, über Medienrummel, wenn die Medien was Gutes schreiben. Wie ist das bei dir gewesen? Gab es da viel Rummel um deine Person? Wie sieht das aus, wenn du dich in die Mensa setzt? Gibt es da viele neidische Blicke? Stehen die alle hinter dir, kommen die zu dir und sagen, kannst du mir mal helfen? Ich mag meinen Dozenten nicht. Oder wie sieht das aus? Es kommt ja auch immer darauf an, wie man die Rolle dann interpretiert. Und wir sind eine sehr offene Hochschule und eine sehr kleine Hochschule. Da bleibt es also nicht aus, dass man sich kennenlernt, und ich sehe das als Bereicherung. Und natürlich als große Aufgabe, die Interessen vertreten zu können. Und ich kann die Interessen ja nur identifizieren, wenn ich mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen auch kommuniziere. Von daher ist das schon alles in Ordnung. Letzte Frage von meiner Seite. Durftest du einmal diese Kette auch umhängen? Also ich musste das noch nicht ausprobieren, aber ich bin ja auch nicht Präsident, sondern nur Vizepräsident, und ich bin ja auch noch Student. Man wird sehen. Aber ich denke, wir haben einen sehr guten Träger. Er hat gewisse Ansprüche darauf, also er könnte es sich vorstellen. Das wäre nachhaltig, wenn die studentischen Vizepräsidenten irgendwann dann auch Präsidenten richtig werden oder die erste Präsidentin, um das nochmal aufzugreifen. Ich drücke dafür die Daumen. Vielen Dank an der Stelle und Applaus bitte nochmal. Ja, vielen Dank. Die Neugründung der Hochschule, da haben wir jetzt schon einiges drüber gesprochen und drüber gehört. Sie war sicher das Werk vieler. Mancher ist heute dabei, aber ein Name ist auch schon gefallen, damit untrennbar verbunden, der vor etwa 4 Jahren verstorbene Gründungsrektor Gunter Wolf. Gunter Wolf war ein vielschichtiger Mensch. Er brannte für seine Wissenschaft, den Waldbau und die Fernerkundung, solange die politischen Umstände es ihm erlaubten. Er begründete 1964 den Kuriner Musiksommer, der jetzt ins 54. Jahr geht, und war lange dessen Organisator und künstlerischer Leiter. Und er nahm nach der Wende die Fäden in die Hand, hier wieder eine akademische Ausbildung zu entwickeln. Erst geplant als forstliche Fakultät der Humboldt-Universität. Das hätte der Humboldt-Universität sicher nochmal Impulse in die richtige Richtung gegeben. Dann, ja, Frau Kunst war angemeldet, also jedenfalls, dann aber als Fachhochschule, und darüber haben wir dann, glaube ich, auch schon gesprochen, so wie er sie als Hochschule damals erlebt hat. Er ist selber Absolvent der Forstlichen Fakultät gewesen, wollte er sie auch erschaffen, aber es kam dann anders. Und wir sind nicht wieder zu einem, ja, Spin-off oder zu einem Rückkehrer an die HU geworden. Dann aber, bald auf Empfehlung des Wissenschaftsrates, haben wir unsere Fachbereiche Forstwirtschaft, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holz, Technik und BWL gegründet. Und das war wichtig, er webte früh den grünen Faden in die Hochschulstrategie. So steht das auch in allen Papieren. Grüner Faden, alle Papiere des Gründungssenats meldet, spricht davon. Er legte so den Grundstein für die Profilierung der heutigen Hochschule, für nachhaltige Entwicklung. Er leitete sie selbst bis in sein 68. Lebensjahr, und wir wollen seiner heute mit einem Porträt gedenken, das seinen zukünftigen Platz in der Aula der Hochschule haben soll. Dort hängen schon 3 Porträts, große Forstmeister und Rektoren der Hochschule, Wilhelm Feil, Bernhard Dankelmann und Alfred Möller. Alles Porträts ihrer Zeit. Streng, dunkel und würdig aus güldenem Rahmen schauend, so war Wolf aber nicht. Sicher, würdig, ja, streng manchmal auch, aber eben durchaus verschmitzt und mit dem Schalk im Nacken. Das wollten wir unbedingt in seinem Porträt wiederfinden. Und wir freuen uns darüber, dass wir dafür Antoinette gewinnen konnten. Antoinette, Meisterschülerin von
ich darf Sie nach vorne bitten, von Heisig, Wahl Eberswalderin, ist spätestens seit ihren Berliner Sittengemälden eine der bekanntesten Porträtistinnen unserer Zeit. Mit der Ausstellung Mythos Europa im vergangenen Herbst zeigte sie in der temporären Kunsthalle Eberswalde 100 großformatige Werke, die Ergebnisse 30-jähriger künstlerischer Auseinandersetzung mit der kulturellen Identität des Kontinents Europa. Antoinette danken wir auch mit der Medaille für die beste Gegenwartskunst. Wir konnten dafür neben Antoinette auch Sponsoren gewinnen, die Sparkasse Barnim, die Wissenschaftsstiftung, die Kulturstiftung sowie das Energieunternehmen EWE. Vielen Dank an alle Unterstützer und jetzt glaube ich, müssen wir zur Sache schreiten. Und ich darf Anke Hollerbach und Jan-Hendrik Skroblin nochmal zur Enthüllung nach vorne bitten. Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Barbara Hendricks. Sie lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen, das haben Sie öfter schon wahrscheinlich gehört. Nach Studium der Geschichte und Sozialwissenschaften promovierten Sie zum Thema die Entwicklung der Margarineindustrie am unteren Niederrhein. Den Karlauer durfte ich hier echt nicht liegen lassen. Es verschlug sie dann in die Finanzen, mehrfach als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium oder als Schatzmeisterin der SPD. Nochmals zu Butter vom Brot. Ich denke, im Bereich Klimapolitik sind Sie eine deutliche Kritikerin von Trump. Sie setzen sich für die Umsetzung der nationalen Klimaziele auch im Kabinett vehement ein. Sie fordern eine grundsätzlich andere Landwirtschaftspolitik, obwohl Landwirtschaft ist ja ein anderes Ressort, schwierig. Gefördert werden sollen nur die Produktion gesunder Lebensmittel, die Pflege von Natur und Landschaft und Gewässerschutz. Haben Sie mal gesagt. Und Sie sagen, es ist höchste Zeit zum Umsteuern. Ich denke, mit diesen Forderungen sind Sie genau richtig bei uns. Meine Damen und Herren, Sie haben das in letzter Zeit auch wahrgenommen, ein ausgesprochen poetisches Bundeskabinett. An apple a day keeps Putin away, so Landwirtschaftsminister Schmidt. Dies wird gekontert von den Bauernregeln wie Haut Acker, Gift die Pflanze um, bleiben auch die Vögel stumm. Oder steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein. Frau Hendricks, Sie haben hier zwar einen taktischen Rückzug angetreten, aber wir wollen Sie trotzdem dafür auszeichnen, nämlich für die beste virale Kommunikationskampagne des Jahres 2017, so wie alle Landwirtschaftsverbände und Landwirtschaftskammern genau Ihr Thema aufgegriffen haben, hätte man es nie besser machen können. Frau Hendricks, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, ich habe nicht alle diese sogenannten 11 neuen Bauernregeln, die wir da hatten, auswendig gelernt, aber mir fällt auch noch ein, ohne Blumen auf der Wiese geht es der Biene richtig miese. Das sind ja eigentlich alles unverrückbare Wahrheiten. Trotzdem wurden die vom Bauernverband nicht gutiert, um es vorsichtig zu sagen. Deswegen habe ich in der Tat darauf verzichtet, das weiter zu verbreiten. Aber Professor Fason hat schon recht. Genau genommen war der Bauernverband mein Mitarbeiter des Monats. So viel Aufmerksamkeit hätte ich sonst nie bekommen, wenngleich es schon auf meine Kosten gegangen ist. Das ist schon zum Teil sehr persönlich geworden, das muss man schon sagen. Im Netz ist ja, scheint ja alles erlaubt zu sein. Deswegen ist das dann nicht immer so einfach. Bevor ich jetzt dann tatsächlich in meinen Redetext eintrete, das passiert mir ja nicht zum ersten Mal, dass ich auf mein Promotionsthema angesprochen werde. Ich werde jetzt Ende der Woche 65 Jahre alt, da liegt es nahe, dass das ungefähr 40 Jahre lang schon hinter mir liegt. Folgedessen gibt es genügend Kommunikation dazu immer mal wieder. Ich will sagen, im vorigen Jahr war ich tatsächlich dann bei einer Veranstaltung, einer Forschungsförderungsveranstaltung, ganz groß im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Da wurde das, ich war Laudatorin für einen Preisträger, da wurde das von der Moderatorin auch angesprochen und das fand ich dann ausgesprochen nett. Anschließend war einer der Laudatoren ein Medizin-Nobelpreisträger, ein älterer Herr, der dann mitteilte, dass seine Promotion über Bonavax gegangen sei. Das machte mir die ganze Angelegenheit einfacher. Normalerweise ist mein Standardspruch dazu, wenn das so kommt, war eine wirtschaftshistorische Arbeit, um das mal kurz noch mal ernst zu sagen. Und ich sage dann immer dazu, hätte man zum Beispiel gesagt, die Entwicklung der Stahlindustrie in Dortmund, dann hätte sich das gleich ganz anders angehört, viel bedeutsamer. Aber natürlich methodisch wäre das genau dieselbe Aufgabe gewesen, ja, völlig klar. So, Margarine wird halt nicht ernst genommen, ist wahr, aber der untere Niederrhein, der untere linke Niederrhein, von dem ich komme, schon gar nicht, ja. Aber gut, man muss sich dran gewöhnen. Also, sehr geehrter Herr Professor Fason, liebe Frau Kollegin Münch, Herr Landrat, Herr Bürgermeister, sehr geehrtes Festpublikum, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag und aus dem Landtag, liebe Studierende. Ich möchte Ihnen zum 25-jährigen Jubiläum der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde ganz herzlich gratulieren und ich verbinde damit den Wunsch, dass diese 25 Jahre nur der Anfang einer hoffentlich langen und erfolgreichen Geschichte bis jetzt gewesen ist. Ich war vor 2 Jahren bereits in Eberswalde, da hat mich mein Kollege, der Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke, durch die Stadt geführt. Heute bin ich zum ersten Mal an Ihrer Hochschule. Leider hat es im letzten Jahr aus terminlichen Gründen nicht mit einem Vortrag im Rahmen der Sustainability Lectures geklappt. Aber, lieber Professor Fason, Sie haben sie nicht locker gelassen und mich dann erneut eingeladen zum heutigen Jubiläum Ihrer Hochschule. In Ihrer Einladung an mich haben Sie geschrieben, dass das Nicht-Locker-Lassen auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun habe, was vielleicht als eine charmante Redewendung gedacht war. Das trifft aber doch den Kern. Hartnäckigkeit zeichnet Nachhaltigkeitspolitik ganz besonders aus. Ohne Hartnäckigkeit geht das ganz gewiss nicht. Ohne einen langen Atem, das ist auch meine Erfahrung, lassen sich langfristige Ziele wie das einer nachhaltigen Entwicklung eben nicht erreichen. Ihre Hartnäckigkeit war also erfolgreich und ich bin Ihrer Einladung gern gefolgt. Sehr geehrter Herr Professor Fason, seit fast 20 Jahren, der Herr Landrat sagte schon, prägen Sie als Präsident diese Hochschule und setzen sich für eine nachhaltige Entwicklung ein. Ich möchte Ihnen dafür meine Anerkennung und meinen Dank aussprechen. Die Hochschule selbst war ja seit ihrer Gründung im Jahr 1830 als höhere Forstlehranstalt in bemerkenswertem Maß immer wieder dem politischen Willen und Wollen ausgesetzt. Und immer wieder hat sie sich diesem auch entgegengestemmt. Eine gewisse Hartnäckigkeit gehört damit also auch hier zur Tradition. Ansonsten gäbe es die Hochschule heute sicher nicht. Man möchte fast sagen, dass sich die politischen Umbrüche unseres Landes wie Jahresringe an der Geschichte der Hochschule ablesen lassen. Die Reformen in Preußen, die beiden Weltkriege,
Ihre Schließung in der DDR und die Neugründung vor 25 Jahren im wiedervereinigten Deutschland nicht mehr als Forstanstalt, sondern als Fachhochschule und seit 2010 als Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Wir können uns heute gemeinsam darüber freuen, dass die Geschichte der Höheren Forstlehranstalt Eberswalde eben nicht zu Ende ist. Sie konnte die Zeiten überdauern und mit neuem Leben erfüllend werden. Und Sie können dieser Geschichte weitere Kapitel, weitere Jahresringe hinzufügen, denn es sind zentrale Menschheitsfragen im 21. Jahrhundert, die Sie hier erforschen und auf deren Lösung wir ja alle dringend angewiesen sind. Meine Damen und Herren, verehrte Anwesende, das Entscheidende ist, es geht nicht mehr um die Verwaltung der Bestände, sondern um deren aktive Gestaltung. Wir haben in Wissenschaft und Politik, aber auch in vielen Teilen der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft bereits seit längerem erkannt, dass wir dringend handeln müssen, um die planetaren Belastungsgrenzen einzuhalten. Umweltprobleme machen ja nicht vor Staatsgrenzen Halt, auch wenn es Menschen gibt, die diese Tatsachen dann auch immer noch irgendwie anzweifeln. Mit den klimapolitischen Beschlüssen in Paris und in Marrakesch, aber auch in Quito auf der Habitat-3-Konferenz, hat die Weltgemeinschaft deutliche Zeichen dafür gesetzt, dass globale Probleme nur gemeinsam gelöst werden können. Die Bundesregierung hat den Verhandlungsprozess bei den Vereinten Nationen zur Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung aktiv mitgestaltet. Deutschland hat sich zu einer schnellen Umsetzung der Ziele verpflichtet und am 11. Januar dieses Jahres die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, also eine Neuauflage für das ab dem Jahr 2016 beschlossen. Diese Strategie steht ganz im Zeichen der Agenda 2030, der UNO-Agenda 2030 und ihrer 17 Ziele. Sie ist damit übrigens bis jetzt die umfassendste Weiterentwicklung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 2002. Sie enthält ambitionierte deutsche Ziele und beschreibt, mit welchen Maßnahmen wir diese Ziele bis zum Jahr 2030 erreichen wollen. Sie ist also auch abgestimmt auf die internationalen Ziele, die sogenannten SDGs, diese 17 Ziele, von denen ich gerade sprach. Und damit sind wir als Bundesregierung auch ein Vorreiter. Also die Umsetzung in nationales Handeln, in nationale Aktionspläne ist woanders in der Weise noch nicht vonstatten gegangen. Und wir plädieren auch dafür, dass wir auf der europäischen Ebene unsere Nachhaltigkeitsziele überprüfen müssen, auf der Ebene der Europäischen Union. Die Kommission will da bisher noch nicht so recht dran, aber wir sind uns einig, dass man es nicht einfach so lassen kann und so tun, als sei da nicht in New York im September 2015 was ganz Neues beschlossen worden. Aus umweltpolitischer Sicht ist die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ein klares Bekenntnis zum Schutz unseres Planeten. Wir stellen damit die Weichen, dass sich Deutschland bis zum Jahr 2030 zu einer der weltweit effizientesten und umweltschonendsten Volkswirtschaften entwickeln kann. Eine Volkswirtschaft, in der die Konsum- und Produktionsmuster und die Nutzung aller natürlichen Ressourcen von der Luft bis zum Boden, von Flüssen, Seen und Grundwasserleitern bis zu Ozeanen und Meeren nachhaltig sind. Und sehen Sie, Herr Professor, genau das ist der Punkt, warum ich mich auch um Landwirtschaft kümmere, weil nämlich das, was so passiert mit Flüssen, Seen, Luft, Grundwasserleitern, Ozeanen, Meeren, das wiederum liegt alles in meiner Verantwortung. Und da kann eben auch durch die Landwirtschaft durchaus etwas geschehen, mit dem man auf den ersten Blick und sogar auf den zweiten Blick nicht ganz einverstanden sein kann. Also deswegen kümmere ich mich auch um dieses Thema. In den kommenden 15 Jahren soll die Qualität von Fließ- und Küstengewässern verbessert werden, Luftbelastungen sollen vermindert und der Anteil nachhaltiger Produkte soll gesteigert werden. Verehrte Anwesende, wie die Nachhaltigkeitsstrategie ist auch der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung ein ambitionierter Zukunftsentwurf. Neben den reinen Klimazielen wollen wir zum Beispiel im Jahr 2050 die Flächenkreislaufwirtschaft verwirklicht haben. Das bedeutet eine weitere Verschärfung des 30 Hektar minus X Ziels bis 2030. Wir glauben, dass es langfristig möglich sein wird,
zumindest im gesamteuropäischen Raum, auf die Netto-Null im Flächenverbrauch zu kommen. Das muss man als Ziel natürlich anstreben, damit man auch sich in die richtige Richtung bewegt. Allerdings reicht es nicht aus, weniger Fläche zu verbrauchen. Gleichzeitig müssen wir die genutzten Flächen möglichst umweltverträglich bewirtschaften. Deshalb fördern wir den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder, national und auch international. Wir wollen zudem den Anteil des ökologischen Landbaus erhöhen. Er soll in Zukunft 20% der landwirtschaftlichen Fläche ausmachen. Es gibt innerhalb der Bundesregierung bislang keinen Konsens, bis wann dieses Ziel erreicht werden soll, aber dass wir dieses Ziel erreichen wollen, ist immerhin auch Konsens in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind aber erst bei unter 8% angelangt. Also da ist durchaus auch ökonomisch betrachtet noch Luft nach oben, denn die Preisbildung im Bereich der Bioprodukte ist sehr viel verlässlicher als im Bereich der konventionellen landwirtschaftlichen Produkte. Also auch, ich sag mal, für eine sicherere Erlösstruktur sind die Bioprodukte zugunsten der Landwirte nicht von der Hand zu weisen. Das muss man auch unter diesem Gesichtspunkt durchaus sehen. Meine Damen und Herren, Forscher Ihrer Hochschule haben kürzlich im Fachjournal Science einen Beitrag publiziert, in dessen Zentrum eine Karte steht, die die Fragmentierung, die Zerschneidung unseres Globus durch Straßen zeigt. Wir konnten sehen, dass nur noch ein sehr geringer Teil der Erde aus großen, unzerschnittenen Flächen besteht, die für die Natur besonders wertvoll sind. Das heißt, wirkliche Rückzugsgebiete zur Wahrung der Biodiversität, zur Regulierung des Wasserhaushaltes und zur Stabilisierung des Klimas sind sehr selten geworden. Wir müssen angesichts dieser Erkenntnisse selbstkritisch eingestehen, dass zum Beispiel die Verkehrspolitik in Deutschland hinsichtlich Flächenverbrauch, Emissionen und anderen Umweltfolgen in die komplett falsche Richtung geht, wie es uns Professor Fason kürzlich formuliert hat. Umso wichtiger scheint es mir, vor diesem Hintergrund eine Gesellschaft zu entwerfen, die sich nicht weiter aus der Natur ausschließt. Also die Gesellschaft, die wir sie heute haben, schließt sich eigentlich aus der Natur aus. Das heißt, wir tun uns selber was zu kurz, um es mal knapp zu formulieren. Wir können heute vieles natürlich nicht mehr zurückdrehen. Die Straßen, die Häuser, die Felder, Fabriken, die stehen dort, wo sie stehen. Aber es geht darum, sie zu verändern, damit wir sagen können, dass wir ein gutes Leben auf und mit diesem Planeten und eben nicht ein Leben gegen den Planeten führen. Biosphärenreservate übrigens sind ja gute Modelle dafür, wie heute national und international den Erfordernissen einer nachhaltigen Entwicklung Rechnung getragen werden kann. Ihre Hochschule hat zusammen mit der Michael-Sucko-Stiftung, ich freue mich sehr, Herrn Professor Sucko heute hier zu sehen, Ihre Hochschule hat also zusammen mit der Michael-Sucko-Stiftung begonnen, ein Kompetenzzentrum aufzubauen, um das notwendige Wissen zu Biosphärenreservaten zu sammeln und aktiv zu verbreiten. Hier in Deutschland konnte das von Ihnen gegründete Biosphere Center des MAB-Nationalkomitees und die Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Biosphärenreservate beraten und unterstützt werden. Ich halte den Zusammenschluss zu einem Biosphärenreservat-Center deshalb für einen sehr guten Ansatz und wünsche Ihrer Initiative viel Erfolg dabei. Verehrte Anwesende, ich bin sehr zuversichtlich, dass ein gutes Leben in den planetaren Grenzen möglich ist. Aber das Zwiegespräch von Politik und Wissenschaft reicht dafür alleine nicht aus. Eine mindestens ebenso große Verantwortung tragen Wirtschaft und Gesellschaft. Ihre Hochschule hat dies erkannt. Ein ganzer Fachbereich beschäftigt sich mit dem nachhaltigen Wirtschaften. Das ist ein Schlüssel zu einer wirklich nachhaltigen Entwicklung. Ein zweiter Schlüssel ist schlicht Bildung und das nicht nur an Hochschulen. Wir müssen also für ein größeres Verständnis für Zusammenhänge sorgen. Wir müssen nicht nur Führungskräfte, sondern alle Menschen dazu befähigen, die Folgen ihres Handelns besser abschätzen zu können. Wir dürfen auch in Zukunft nicht locker lassen und müssen uns weiter für eine nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweise einsetzen. Ich danke allen Forschenden, Lehrenden, Studierenden hier in Eberswalde für ihr Engagement und ich wünsche mir, dass Sie weiter hartnäckig bleiben. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für diese ermutigenden Worte. Und genau das Thema Biosphere Center ist etwas, was wir in den letzten Tagen und Wochen vorangeschoben haben. Und wir haben dieses Zentrum zwischenzeitlich gegründet als Kooperation zwischen der Suko-Stiftung und der Hochschule. Es sind drei Fachbereiche daran beteiligt und wir versuchen damit durch Bündelung unserer Kräfte, ich habe das vorhin etwas allgemeiner erwähnt, Strategiefähigkeit unserer Hochschule zu erhöhen auf der einen Seite, sehen aber genau in den Biosphärenreservaten die Modellregionen, in denen man Entwicklungen vordenken, vorbereiten, vorantreiben kann und muss und halte das für einen sehr spannenden Weg. Vielen Dank für diese Erwähnung. Wir sind jetzt eigentlich fertig mit der Veranstaltung. War es schön? Aber das kann es noch nicht alles gewesen sein. Das war irgendwie locker, aber doch intellektuell, so das Haptische, das Essen, das Trinken, der Genuss eher abstrakt. Und da müssen wir jetzt auch noch in die praktische Phase gehen. Und deshalb große Bitte, alle mitkommen.